Herzlich willkommen, mein Name ist Dagmar Neubronner und ich bin einmal mehr zu Gast bei Lis Wiska-Strauch, der Autorin des in meinem Verlag erschienenen Buches Lucy's Diamonds. Das Buch handelt ja von einer multiplen Persönlichkeit und wir besprechen in einer Reihe von Videos verschiedene Aspekte dieser eigentlich unfassbaren Phänomene, dass eben in einem Menschen mehrere Innenpersönlichkeiten leben. Und ein Mensch so aufgespalten sein kann, dass er ganz verschiedene Persönlichkeiten hat. Das Buch Lucy's Diamonds hat über weite Strecken, ist es einfach nur ein spannender, auch fröhlicher Roman. Und die Hauptperson, Liz, kommt gut klar mit ihren Innenpersonen, aber dann passiert was? Die Hauptperson Lucy Ja. kommt gut klar mit ihren Innenpersonen, weil sie auch therapeutische Hilfe hatte. Sie hat das alles sehr strukturiert. Und in dem Moment, wo sie sich in ihre Jugendliebe, in Tom, wieder verliebt, wird das innere System brüchig. Plötzlich ist eine sozusagen Gefährdung dadurch gegeben, dass die Lucy sich verliebt. Das ist etwas, was in diesem System eigentlich nicht sein darf, weil die Herkunft kommt ja aus, sagen wir mal, etwas, ja, salopp, aus sehr dunklen Kellern, aus ritueller Hintergrund, rituelle Gewalt. Und da passiert es, dass eben nicht nur Schützerpersönlichkeiten oder innere verletzte Kinder existieren, sondern es gibt auch täterhörige oder täterloyale Innenpersonen und es gibt sogar und ja, Täteranteile, die damals als Kind trainiert wurden, anderen Kindern wirklich schlimme Dinge anzutun, aber die auch in der erwachsenen Lucy noch wirken können. Und diese Figur, Lucifer, ist also bisher Lucy noch gar nicht bekannt. Die wusste gar nicht, dass sie auch so einen Täteranteil in sich trägt. Und ja, der taucht auf. Und Und jetzt lies erst mal vor und dann reden wir darüber, so denn machen wir das das. ist wirklich Ja. wichtig und gruselig, aber auch spannend Ja. und wichtig zu verstehen. Okay. Und das hat auch zu tun mit einem Trigger. Die Frage ist dann immer, wann taucht so ein Lucifer auf? Und dieser Trigger hat mit einer Schaukel zu tun. Die Lucy ist mit ihrer Tochter in einem Garten, in Toms Garten, und da hängt eine uralte Schaukel. Lucy ging in die Küche und holte Bürste und Schwamm, dazu noch ein Tuch. Sie kratzte das Moos ab und putzte den Schmutz von dem Brett. Dann setzte sie ihre Tochter darauf und weil Amy mit der schweren Schaukel nicht in Schwung kam, half sie ihr. Du musst stärker schubsen, bettelte Amy. Nicht so wild, mein Engel. Lucy schubste sie weiter an, erst vorsichtig, dann stärker, immer höher, und Amy kicherte vergnügt. Plötzlich quietschte die Schaukel in einer Tonlage so grell, als würde eine Gittertüre schließen. Das Geräusch ging Lucy durch Mark und Bein. Es schlug ein wie ein Blitz, ein Trigger, der sie vor Schreck erstarren ließ. Da auf einmal war Lucifer zur Stelle. Noch nie war Lucifer aus den dunklen, verborgenen Gefilden der Vergangenheit im Hier und Jetzt aufgetaucht. Stechend schmerzte ihn das grelle Licht in den Augen. Er hob die Hand, um sich vor dem ungewohnten Tageslicht zu schützen. Dabei blinzelte er, bis er sich an den Sonnenschein gewöhnt hatte. Unbeholfen fing er an, sich zu bewegen, diesen Körper wahrzunehmen, ihn zu dehnen und zu strecken, sich selbst darin zu testen. Lucys Körper, für den er nur Verachtung übrig hatte. Er befand sich in dem verhassten Körper, in dieser Hülle, die ihm so fremd war. Aber er hatte einen Auftrag und der machte ihn wichtig. Er sah sich als Dompteur für Lucy und ihre Hirngespinste, als ihr heimlicher Lenker und Wächter, als den mächtigsten unter den Diamonds. Lucifer wusste gut, zu gut, wie er Lucy zwingen konnte, seinen Befehlen zu gehorchen. Er lachte gehässig.
Erstaunt wegen dieser unbekannten, bösen Stimme drehte sich Amy nach ihrer Mutter um. Lucifer grinste, als er Amy auf der Schaukel entdeckte. Die Kleine war genau im richtigen Alter. Voller Schadenfreude schubste er die Schaukel an, so heftig, dass Amy angstvoll aufschrie und die Schaukel wieder extrem grell quietschte, wieder so schrill wie eine Gittertüre. Und mit dem lauten Geräusch sah Lucifer flashbackartig die alten Bilder. Lucy mit 5, wie sie mit verbundenen Augen in den Keller geführt wurde. Wie sie sich sträubte und bettelte, nicht, bitte nicht. Wie sie in einen der Käfige geschoben wurde, wie die Tür verschlossen wurde, wie extrem diese Tür quietschte. Passend zum ohrenbetäubenden Quietschen der Schaukel lachte Lucifer ungehemmt laut, kreischend, geradezu gehässig. Er schubste Amy mit solcher Wucht an, immer höher, immer heftiger, dass sich die Kleine kaum noch festhalten konnte. Nicht Mama, schrie sie. Hier ist keine Mama, kam es mit dunkler, staccatohafter Stimme bedrohlich zurück. Ich habe Angst, jammerte Amy. Angst ist ein guter Ratgeber, sagte Lucifer schadenfroh. Dabei lachte er triumphierend und schubste die Schaukel noch höher. Nein, nicht, schrie Amy. Du hast mir zu gehorchen. Lucifer sprach im Befehlston, wie aufgesagt oder nachgeplappert. Amy versuchte erneut, sich umzudrehen. Nur einen Augenblick sah sie dieses Ungeheuer, das zuvor ihre Mutter gewesen war. Mit grünen, stechenden Augen, männlicher Gestik und sadistischen Zügen lachte es sie aus. Mama, Mama, Amy schrie, ich will meine Mama wieder haben. Dabei zappelte sie wild mit den Beinen. Lucifer wurde böse. Mit Wucht puffte er ihr in den Rücken, dass es wehtat. Amy fing an zu weinen. Heul doch, Lucifer lachte wieder gehässig. Heulsuse, Heulsuse, was bist du doch für eine Heulsuse? Verzweifelt versuchte es Amy mit dem Refrain von Lucy in the Sky with Diamonds. Sie hoffte, dass auf diese Weise ihre Mutter wieder zurückholen konnte, doch es half nicht. Sie schrie mehr, als dass sie sang, doch selbst das half nichts. Sie schrie es noch lauter, aber all das änderte gar nichts. Lucifer lachte höhnisch. Mit jedem Wort schubste er sie mehr an. Du bist ungehorsam. Ich werde es dir zeigen, dir und deiner Mama. Verächtlich spuckte er auf den Boden. Amy umklammerte angstvoll die Eisenkette. Lucifer schimpfte auf sie ein. Wieder klang es wie nachgeplappert. Du bist der letzte Dreck. Du bist nichts wert. Du taugst nichts. Die Schimpfkanonade hörte erst auf, als Lucys Handy klingelte. Da kam Lucy endlich taumelnd zu Bewusstsein. Als sie ihre Tochter derart heftig schaukeln sah, schrie sie entsetzt auf und bremste sie sofort ab. Amy sprang von der Schaukel und rannte panisch ins Haus, wo sie sich unter der Küchenbank verkroch. Lucy lief ihr hinterher. Ja. Puh, das ist schon mal irgendwie jetzt von der heftigeren Sorte. Ich habe, während du vorlasst, an das Stockholm-Syndrom gedacht, dass wir ja dazu neigen, wenn wir in großer Not sind und von jemandem, der uns Schlimmes antut, abhängig sind, uns mit dem zu identifizieren. Und könntest du dir vorstellen, oder was gibt es für eine Erklärung dafür, dass diese täterhörigen Innenpersonen einfach sich gedacht haben, ich komme gegen den sowieso nicht an, ich werde einfach so wie der? Oder. Ja, also das ist ja ein Phänomen, das ist ja unfassbar, dass es in Opfern Täter gibt. Das hat, denke ich, verschiedene Gründe. Zum einen natürlich, weil die Kinder dazu auch getrimmt wurden, anderen etwas anzutun. Sie mussten handeln und wenn ihnen die Hand dabei geführt wurde. Aber es gibt wohl, ich bin jetzt keine Therapeutin, aber aus den Fachbüchern kann man das so nachlesen. Es gibt wohl durch diese innere Anpassung eines Kindes an die Eltern, meistens sind ja die, oder häufig sind ja die Eltern auch die Täter, diese innere Anpassung führt dazu, dass man sich dieser Gewalt auch unterordnet. Und das installiert im Kopf
sozusagen eine ganz eigene Haltung. Und die tritt dann in so einer, Täter-loyal ist fast zu harmlos, in so einer täterorientierten Persönlichkeit zutage. Das ist ja auch das, wofür das Kind belohnt wird, womit es sich retten kann, womit es auf Zustimmung trifft. Und ja, dann eben auch diese Dinge zu tun. Und außerdem wird es auch im Grunde erpressbar. Ich habe ja ein Buch auch herausgegeben, Der Himmel bleibt offen, wo verschiedene Missbrauchsopfer sprechen oder Überlebende. Und da wird auch immer wieder deutlich, dass ein System dahinter ist, dass die Kinder zu Tätern gemacht werden. Und dann kann man ihnen sagen, ja, was hast du denn überhaupt zu meckern? Und wenn du jemals an die Öffentlichkeit gehst oder zur Polizei, dann bist du ja selber dran. Und die Kinder glauben das. Und das ist ja auch ganz schwierig. Denn wenn jetzt dieser Lucifer, der Amy schon so gewaltvoll geschaukelt hat und sie geschubst hat, wenn er ihr jetzt wirklich was antäte, er ist ja im Körper von Lucy und den anderen Diamonds. Aber juristisch gesehen wäre Lucy dann diejenige, die ins Gefängnis geht, oder? So ist das. Also letztendlich ist Lucy dann selbst dann die Täterin. Das können Juristen gar nicht anders unterscheiden. Natürlich, wenn dann eine klare Diagnose ist, dann würde man eventuell oder mit großer Wahrscheinlichkeit das berücksichtigen, das psychiatrische Moment. Aber auf jeden Fall erstmal macht sich Lucy dann wird zur bösen Mutter. Ja, und das ist natürlich dann auch das Perfide, was das System am Laufen hält. Du hast in einem anderen unserer Videos auch schon darauf hingewiesen, dass das ja so generationale oder generationsübergreifende Verhaltensweisen sind, die immer weitergegeben werden, wo Traumatisierungen weitergegeben werden. Und wenn ein Opfer gleichzeitig in einem Teil zu einem Täter ausgebildet wird quasi und dafür gelobt wird, dass er das macht, ja, dann ist ja schon sichergestellt, dass der Laden immer weiterläuft und dass immer neue Opfer entstehen, in denen immer neue Täter angelegt sind. Das ist ja so böse. Das ist wirklich unfassbar. Also genau genommen ist es ja sogar so, dass wir uns wundern sollten oder erfreut sein dürfen darüber, dass es überhaupt auch gute Anteile in diesen Menschen Ja. gibt, die sowas erlitten haben. Ja, eigentlich, also ich stelle mir das immer so vor wie bei Hunden. Eigentlich sind Hunde wunderbare, freundliche, fürsorgliche, beschützende Wesen. Und man muss sie traumatisieren und dann werden sie zu bösen Wachhunden und Kampfhunden. Aber eigentlich sind sie von ihrem Wesen her, das muss man künstlich durch Qual hervorrufen. Und so ist es bei Menschen eben auch. Und ich denke, alle Menschen, auch wenn sie nicht jetzt so schreckliche Dinge in sich tragen und erlebt haben, kennen das, dass sie irgendwie denken, ah, so wollte ich mit meinem Kind doch nie reden. Und oh Gott, jetzt habe ich, also ich erinnere mich bei mir selber an eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich stehe da in der Haltung meiner Mutter und im Tonfall meiner Mutter. Und das war wahrscheinlich auch nicht so, dass meine Mutter das erfunden hatte, sondern dass wir dann einfach in alte Filme einsteigen. Und wenn die alten Filme so furchtbar sind, ist es dann auch wirklich, ja, kriminologisch relevant, dass die Leute dann furchtbare Dinge tun, obwohl sie selber Opfer sind. Und ein anderer Aspekt ist ja auch, wenn jetzt Lucy in Therapie ist. Und gibt es dann auch den Fall, dass sozusagen diese täterhörigen Innenpersonen dann alles petzen oder vielleicht sogar den Therapeuten bedrohen? Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz großes Thema bei den Therapeuten und Therapeutinnen, dass sie ständig mit solchen Lucifers zu tun haben. Das heißt, ein Täteranteil hat die Aufgabe, eigentlich die ganze Therapie zu boykottieren. Also Therapie ist ja gar nicht gut, ist Unsinn, kostet Geld, würde eventuell die Gesamtpersönlichkeit ja sozusagen wegbringen aus dieser bösen Welt. Also das ist ja auch ganz häufig haben die Therapeuten auch oder behandeln Klienten, die noch auch in so einem Kult oder
was auch immer noch drinstecken und gar nicht den Ausstieg geschafft haben, weil es solche Täteranteile gibt, die immer dafür sorgen, dass du kurz bevor du oder bevor einige Innenpersonen sagen, ich will da nicht mehr, ich will damit nichts zu tun haben, ich will da weg, das nicht schaffen. Du hast ja in deinen Filmen Höllenleben 1 und Höllenleben 2 ganz viel auch mit einer solchen Persönlichkeit gearbeitet. Und das ist die Schwester von der Autorin von Bevor du aufgibst, was ja auch in meinem Verlag erschienen ist. Und da kommt das auch sehr schön raus, dass diese Frau, mit der du da gearbeitet hast, diese multiple Frau, die auch die Hauptfigur in dem Film Höllenleben ist, dass die eigentlich schon ausgezogen war und wirklich unbedingt da raus wollte, aber nachts weiter da mitgemacht hat und eben auch tatsächlich wahrscheinlich weiter auch als Täterin. Und das macht natürlich die Befreiung unsagbar schwer, wenn man das Gefühl hat, ich müsste dringend zur Polizei, aber eigentlich bin ich selber so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Ja. die Problematik, ne? Ja. Und kennst du denn Fälle, wo es gelungen ist, also in deinem Roman ist es ja so, dass sich andeutet, dass auch da eine Heilung möglich ist und du hast ja deine realen Erfahrungen mit diesen Menschen da verarbeitet. Kennst du Fälle, wo es ein Happy End gibt sozusagen oder ein erträgliches Ergebnis? Ja, es gibt tatsächlich, das ist wirklich bewundernswert. Es gibt tatsächlich, meistens sind es ja Frauen, die wirklich ein Leben leben können nach langer Therapie und lang heißt da bestimmt 5, 6 Jahre. Das ist eine ganz aufwendige, teure Angelegenheit, die ein ganz gutes Leben leben können. Also Niki aus Höllenleben, eine Sendereihe, die man auch auf YouTube sehen kann, obwohl es damals im ersten Programm lief. Kann man es jetzt auf YouTube sehen, die hat ihr Leben im Griff, dank einer Therapeutin, die wunderbare Arbeit geleistet hat. Und Niki in dem Film erzählt ja auch von den Tätern, inneren Täteranteilen, die damals in der Wewelsburg höchstwahrscheinlich tatsächlich ein Säugling töten mussten, wahrscheinlich sogar ein Säugling, den sie vorher selbst hat gebären müssen. Das sind natürlich sehr, sehr schlimme Situationen. Die hat dann Anzeige erstattet gegen Unbekannt mit der Gefahr, dass man sie selber vielleicht als Täter dann betrachtet. Aber das ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Es ist aber auch nichts anderes passiert im Sinne Nein. von, dass dieses, also das ist, ich finde, das ist insgesamt, macht die Sache so schwierig, weil alle, die man jetzt als Täter sieht und im Moment scheinen ja überall Persönlichkeiten auch entlarvt zu werden, auch hohe Politiker, Bundespolitiker und so weiter, auch in Deutschland, die da ganz tief in diesem Sumpf mit drin hängen. Und man muss immer davon ausgehen, sie sind Täter und tun grässliche Dinge und sie sind wahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch Opfer gewesen. Sonst würden sie gar nicht sozusagen, das hat sie erst in die Lage versetzt, solche schrecklichen Täter zu werden. Und dieses sich immer fortpflanzende System kann eben nur durch Heilung und Integration unterbrochen werden. Und dafür ist es wichtig, dass uns allen bewusst ist, es gibt sowas und diese Menschen brauchen Hilfe. Und es nützt nichts jetzt einfach da, und man kann eben nicht sinnvollerweise, das ist ja die Quintessenz auch aus deinem Roman, man kann nicht sagen, hier sind die bösen Täter und da ist das arme, gute Opfer, sondern es ist untrennbar miteinander verquickt und im Grunde ist Heilung nur gesamthaft möglich. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir also solche Aussagen machen, dass, weiß ich nicht, die große Gesellschaft, Bundespolitiker, wie du sagtest, beteiligt sind. Das sind Aussagen von Opfern. Das sind Aussagen von Betroffenen. Was wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Es gibt keine Beweise dazu. Und schon natürlich gar nicht. Also das halte ich auch für gefährlich, da an diesem Punkt immer wieder
zu sagen. Also ich kenne einige Namen, bekannte Namen, die immer wieder erwähnt werden. Aber das kann auch durch Gewalt den Opfern, ja, wie soll ich sagen, eingeimpft worden sein, dass sie Namen nennen, um dann, wenn sie die genannt haben, eventuell als also völlig unglaubwürdig und lächerlich dazustehen. Also da bin ich immer sehr vorsichtig. Das musst du auch als Dokumentarfilmerin gleichzeitig, Stichwort Sachsensumpf, gibt es ja schon auch Fälle, wo eine hohe Beweislage, eigentlich eine zuverlässige Beweislage da ist. Und ich bin da eigentlich auch zuversichtlich, dass sich das mehr entblättern wird. Und gleichzeitig finde ich es sehr kostbar, dass du dich da zurückhältst. Denn im Grunde wollte ich damit ja auch nur sagen, diese Polarisierung nützt wenig. Man muss wissen, dass es das gibt. Und ich finde es auch wichtig, dass wir als Gesellschaft, und die Gesellschaft besteht ja aus Einzelnen, da auch einschreiten. Aber es hat eben keinen Sinn, einseitig zu sagen, das sind Täter und alle Täter sind auch Opfer. Ja, ein heftiges Thema und sehr beunruhigend, weil es eben diese Zuordnung, die wir gewohnt sind zu treffen, da ist der Böse, da ist das Opfer und da ist der Retter. Das Und wäre bei ja. Lucy ist alles in ihr drin, alles in einem Körper und sie ist eben kein Einzelfall. Also kannst du irgendetwas dazu sagen, was du von Therapeuten erfahren hast, wie verbreitet das ist, also wie viele multiple Menschen es gibt? Das ist auch so eine sehr heikle Sache. Also es gibt Zahlen, es gibt Untersuchungen auch in Deutschland, Studien, da wurden ganz viele Psychotherapeuten angefragt, wie viele Psychotherapeuten haben denn solche Opfer, die solches erzählen. Die Zahl habe ich jetzt nicht in Erinnerung, aber es sind schon erhebliche Zahlen, also mehrere hundert auf jeden Fall. Und diese Therapeuten, die solche multiplen Menschen betreuen oder behandeln, haben dann auch jeweils immer mehrere solche Opfer, die sie betreuen. Das heißt, wenn eine dissoziative Persönlichkeit einen Therapeuten findet, dann sind es meistens die, die schon Erfahrungen damit haben, und die anderen, die sagen, oh Gottes Willen, erstens, viele sagen, so ein Quatsch glaube ich nicht, obwohl es ja längst in allen psychiatrischen Fachbüchern gesichert ist und auch in der Gehirnforschung klar ist, das gibt es. Ja, man konnte in den MRT sehen, dass jede Innenpersönlichkeit andere, was weiß ich, Herzfrequenz hat oder Dioptrien in Augensehstärke, Sehschärfe und viele verschiedene Dinge, das ist alles nachgewiesen. Trotzdem sind viele Therapeuten damit auch völlig überfordert und lehnen diese Diagnose ab. Aber andere, die sind dann sehr erfahren und letztlich lernen die alle von ihren Opfern, wie man am meisten, wie sie die behandeln können. Integration ist nicht immer für alle gegeben oder gewünscht. Aber es gibt auch Teilintegrationen, sodass die Menschen zufrieden sind. Es gibt eine Zahl, aber das, ehrlich gesagt, das ist mir zu, glaube ich, eher nicht so ganz. Aber ich habe da auch nirgendwo Beweise für gefunden. Aber die wird immer wieder mal genannt. Angeblich seien vielleicht 5% der Bevölkerung hätten eine Dissoziation. Ich weiß es nicht. Man muss es nicht übertreiben. Naja, und im Grunde ist es auch egal. Wir können ja mit dem gehen, was wir sicher wissen. Und wir wissen sicher, das gibt es. Wir beide kennen persönlich Menschen, bei denen es so ist und auch ihre Probleme. Und natürlich, auch wenn man jetzt von Heilung spricht, hat jemand, der solche Dinge erlebt und getan hat, natürlich bis an sein Leben im Grunde damit zu tun. Und das ist ein Lebensthema. Da kann man nicht mal sagen, so und ab jetzt denke ich nur noch an rosa Elefanten. Ich denke, aber wenn man sich selber ins Trockene gebracht hat, sodass man ausgestiegen ist und dieses Leid nicht weiter fortsetzt, zum einen, und
so weit leben kann, dass man damit zufrieden ist und glückliche Momente hat, das ist ja dann auch schon was. Und dazu trägst du bei mit deinem Buch. Vielen Dank, Liz. Danke dir.